TPL Talk. Branavards Division. Quack. Und damit herzlich willkommen zum TPL Talk Season 6 Branavards Division. Wir sind in Woche 4 und ja, ich habe gedacht, warum will man nur alleine verlieren, wenn man über Niederlagen reden kann? Ich hole mir die Person, die es bewusst ist und bekannt ist, zwischen mehreren Teammates, die es schon gewählt hat, zu verlieren. Hallo, Min3T3Endo. Ich habe einen Titel in dieser Liga wenigstens, ne? Welchen denn? Loser Bracket Gewinner oder was? Ich habe Season 2 gewonnen, du Wichser. Ja, da war ich nicht dabei, du. Doch war ich bei. Doch warst du. Das war dein Auftakt-Season. Mit wem hast du gerade geteamt? TJ. Ach, TJ, der immer alles gewinnt und du dich damit hochgezogen hast. Oder er dich damit hochgezogen hat. Ich habe den Draftplan gemacht am Anfang. Lass mich. Ich bin einfach nur zur Zeit, ich will neue Sachen ausprobieren und sie funktionieren nicht. Aber also, du wirst übrigens nächste Woche, das kann ich jetzt schon spoilern, ein Fest haben mit unserem Match. Okay, wunderbar. Vertrau mir. Ich vertraue dir jetzt schon. Benni haben tolle Sachen vor. Aber ja, danke, dass ich wieder hier sein darf, natürlich. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Was geht, Leute? Weißt du, was lustig ist? Du sagst Season 2, das ist einfach fucking 2 Jahre her. Da warst du doch minderjähriger als jetzt. Hey, 3 Wochen und nicht mehr. Okay, cool. Bist ja immer noch jünger. Dürren, Alter. Dürren, dürren, dürren. Ja, ich weiß, aber ich bin immer noch älter als Jeremy zum Beispiel. Und TJ. Krasser Mensch. Krasser Mensch. Vielleicht werdet ihr irgendwann mal auch erwachsen. Vielleicht kommt das auch irgendwann noch dazu. Wer weiß das schon so genau. Ich bezweifle es. Ich gucke mir Benny an und bezweifle es. Ja, der Mann ist älter als ich und das Kind ist scheiße. Was? Ey, wir gehen einfach rein in Spieltag 1. Ja. Lies bitte vor. Du meinst 4? Du hast 1 gesagt? Ja, 4. Spieltag 2. Spiel 1, ja. Ja, ja. Also, ich glaube, dass 6 durchsteht da oben noch von letzter Woche, dadurch, dass es im TPA-Talk letzte Woche nicht dabei war. Mhm. Ich könnte es am besten erklären, weil ich bin der... übrigens, sollen wir erwähnen, der gute Mann im Talk ist jetzt Mod-Team bei uns auch. Also der gute Mann, der die TPA-Talks macht. Genau, gib mal bitte Applaus. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke schön. Auch nochmal, also herzlichen Glückwunsch an dich. Willkommen. Dankeschön. Wir heißen dich sowieso willkommen, nachdem du alles für uns machst letzten Moment. Zur Zeit, ja. Ey, ich hab deren 6-0 versucht zu organisieren, weil mich hat Rudi nämlich angeschrieben mit, ey, yo, ihr verdammten Mod-Team, ne? Ja. Die antworten mir nicht. Aha. Und deswegen, ja, regel mal. Und nicht so, Jungs, die so, ja, okay, 6-0. Es war schwierig, weil es gab einfach nur ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Es hätte zu einem Kampf kommen können, aber irgendwie ist das nicht passiert. Dann wurde Rudi für eine Woche lang es ist so weird gewesen. Gut, du sprichst das Spiel zuerst an, dann bleiben wir noch dabei, weil das ja vor diesem Spieltag war. Genau, Bist du der Meinung, 6-0 ist, also es ist richtig, dass es passiert ist, aber es ist fair den anderen Teams gegenüber, da wenn die Redner Fight Club, alle die gegen die gekämpft haben, haben halt, obwohl die haben immer hoch verloren, aber differenzmäßig kann es vielleicht am Ende doch noch ein bisschen. Zum einen natürlich, 6-0 ist immer hart, aber du musst es halt so sehen, wenn halt Rudi über den Zeit, also ich kann es so sagen, ich kann ja so ein bisschen was dazu sagen. Es wurde über den Zeitraum einer Woche versucht, einen Termin auszumachen. Es kam nie dazu zustande, dass alle konnten. Aber es gab nie, also das Lustige war, niemand hat mit Gren geschrieben. Ich war Franklin, ne? Nein, das ist ja das Dumme. Hätte eine Person mit Gren geschrieben, wäre es zu einem Solokampf von Gren gekommen, dadurch, dass Franklin nur keine Zeit hatte. Ja. Und das ist das Problem, aber wir konnten halt trotzdem, weil halt trotzdem die Initiative an sich von Rudi kam, haben wir es trotzdem das 6-0 dort gegeben. Die beiden waren auch damit am Ende okay und fanden es auch okay. Es ist hart, aber ich sag's mal so, da in diesem Team ist Jeremy, die werden eh nicht gewinnen. Also macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, Jeremy, ja. Dann lassen wir das kurz hinter uns, kurz die Ergebnisse und dann reden wir über die Spiele. Also, Puffelmädchen gewinnen gegen gegen Frostmoth Fantasy. sehr, sehr schade. Devious Rewilds gewinnt gegen Modkip 4-0. Ich freue mich so sehr, über dieses Match zu reden. Vertrau mir. Party the Dawnlight gewinnt nicht, sondern verlieren 0-6 gegen Psychedelic Psychos. Wir verlieren mal wieder.
gegen den Rentner Fight Club und Olympus Relicant gewinnt gegen Bierbob Pong. Verliert. Verliert 0-5 gegen Bierbob Pong. Das wollte ich sagen. Ich bin sorry. Alles ja. Fein. Baum der Psychopath ja. Mit seinen Schizophrenen. Ich verliert 0-5 gegen Bierbob Pong. Und so sieht's aus. So, dann hauen wir mal raus. Genau. Fange ich einfach erstmal an, weil es ja unser Kampf gewesen. Kannst du auch machen, also kannst ein bisschen reden, weil ich habe mir so zwei kleine Punkte nur aufgeschrieben. Eigentlich war es beides basiert aufeinander, weil ich glaube, das war so, ich habe so das größte Problem gesehen, was am Ende zumindest das Ding war. Hm. Aber ja, kannst ein bisschen was über Kampf erzählen natürlich. Okay. Dann packen wir an mit Lamus Counter. Gut gespielt, also muss man wirklich sagen. Ja. Dazu muss man aber auch wirklich unseren Kampf nochmal ansehen, wenn man die Zeit dazu hat. Wir waren sogar im Überlegen, auf plus 2 mit Drachentanz zu gehen und dann wäre der Counterplay einfach nichtig gewesen. Ja. Zumal Toxin, Sandsturm regelt Lamus runter und dann hätte vielleicht sogar ein Erdbeben irgendwann gekillt. Ich weiß es nicht so genau. Dann wäre die Cobberberry, wussten, dass sie drauf ist. Wir dachten aber, da kommt halt einfach nur ein Siedewasser, um vielleicht den Burn zu signalisieren, weißt du. Und deswegen haben wir dann doch angegriffen. Es war eine gute Prep. Ja, das war so mal, keiner weiß es, Terra hat da auch Konter. Sie haben Double Counter gespielt, ja. Die beiden kleinen Schweinchen. Die wollten auf jeden Fall die Prep da haben. Mhm. Der Crit auf Westbrit hat auch gemattert, by the way, von Megamedi. Ja. Weil so hätten wir wieder hochresten können und Beulenhelm. Also Megamedi hätte nicht viel gegen den gemacht, leider. Das ist man halt hat, so. Glaube ich, hat man vorher gesehen, dass es das Rest hat, weil ich habe gerade keinen Rest im Kopf gehabt. Doch, wir haben es auf jeden Fall mal gedrückt. Wir haben es gedrückt gehabt. Achso, okay, dann habe ich es übersehen. Wir dachten halt, der Abschlag kommt irgendwann mal von Weavile zum Beispiel. Ja. Kriegst da nochmal Schaden und deswegen guter Counter gegen Megamedi. Und dann am Ende, was ich mir natürlich aufgeschrieben habe, durch das Ganze stand da auf einmal so ein Gleiger und ihr kamt nicht mehr vorbei und dann wurde es halt einfach solide runtergespielt. Du kennst es doch auch, ne? Wenn man an einem Pokémon nicht mehr vorbeikommt, dann spielt man natürlich die 70 Runden aus, ne, Min? 70 Runden, 78 Runden oder wie viele das waren? 100 Runden? Spielt man aus, ne? Da bricht man nicht ab. Da spielt man bis zum Ende, 10 Uhr früh, da ist keine. Wir wollten noch ein bisschen wach werden. Benny hat sich noch einen Kaffee gemacht. Ich habe noch gefrühstückt neben. Ich habe während des Kampfes wirklich gefrühstückt gehabt. Yes, okay. Also es war lustig, aber ja, ich kenne mich damit aus. Also wir haben uns gedacht, bestimmt nochmal irgendwann. Wir haben uns gedacht, wir beschleunigen das Ding, deswegen sind wir so ein bisschen rausgefitscht. Was auch interessant war, dass die Raikou wirklich Choice Specs gespielt haben und Risky auch auf immer auf Donner gedrückt haben, solange Kaife noch drin war. War ein guter Gambit. Wenn man es liest, dann ist es immer eine schöne Belohnung. Das heißt so, diese 50-50s, die man halt hat. So mal am Anfang wollten wir einfach auch Lamus einfach schon in der ersten Runde, wo es reingekommen ist, toxinieren, ne? Und Scalani wollte Zahnsteine drücken. Oh, das war so traurig. Ich kenne die Diskussion. Ich denke mir halt nur, diese Diskussion mit seinem Teammate, wenn du den aktiveren Play machen willst, aber dein Teammate sich denkt, Midground-Play, Tarnstein, und du denkst, aber Toxic. Ja, ich und Benny haben die Diskussion auch schon oft gehabt, leider. Also ich sage so, der Play ist ja nicht schlimm, ne, Midground-Play zu machen. Nur halt. Aber übrigens, über Entscheidungen reden wir später nochmal mit Benny, da habe ich eine schöne Geschichte. Ja, ich wollte zweimal Toxin drücken, in der zweiten Runde hat er auch gesagt, geh lieber raus, oder was das war. Ja. Da Teleport gedrückt, also Lamus wäre ja schon zwei Runden vorher Toxin gewesen. Ist so, was willst du machen? Ja, was hast du dir noch aufgeschrieben? Defense. Also wie gesagt, ich habe mir der Gleigerpunkt ist am Kopf geblieben, den Rest wusste ich schon, dass du den ansprichst so ein bisschen, das hat sich halt nur auch im Kopf, also nicht viel mehr. Ihr habt es gut gespielt, obwohl es halt so war. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was macht Gleiger gegen Sub, Bulk Up, Ice Heap und Erdbeben Mosquito? Nichts. Natürlich nicht. Also sag mal, wir haben ja die Woche auch davor Sub gespielt, also dass sie sich dafür nicht gepreppt haben. Also wow. Aber ja, gut, ging gut auf. Die haben den Sieg dann auch hochverdient gewonnen, ne? Das ist dann okay für uns. Leider. Aber was willst du machen, ne? Gehen wir zu Divius Weavile gegen Whatkeep. Und du hast gemeint, du hast da ein bisschen was zu callen, deswegen hau mal raus. Also ich zitiere jetzt 1:1 den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. fragwürdige Plays von Whatkeep. Sehr viele. Also. Du stehst da mit einem Porygon drinne. Mhm. Ich glaube, das war sogar Setup. Oder nicht? Nee, war es nicht. Ich keine Ahnung. Du stehst da mit einem Porygon drinne gegen einen Klefki. Du musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwas passiert. Und dein erster Gedanke ist, du wechselst raus in ein Thunderous. Was?
So, dann. Warte, was war der andere Play nochmal? Ich hatte noch was. Dann steht dieses. Dann steht dieses scheiß Porygon wieder gegen dieses plus 1 Cosmic oder. Calmind war es. Plus 1 Calmind Klefki drin. Ne? Der nächste Move würde killen. Ne? Mhm. Und du kannst ja Free Schaden, auch wenn es rauswechselt, kriegen, weil du machst ja Schaden. Mhm. Warum wechselst du einfach random auf Infernape raus und lässt ihn mit Draining Kiss, welchen er vorher gezeigt hat, hochheilen? Ja, weil Draining Kiss nicht viel Schaden auf dem Feuer-Pokémon-Kampf macht. Natürlich. Das war 30, das war Kornbeite. Ja. Ne? Also, und dann irgendwann war halt der Zeitpunkt, wo Akani sich dachte, ich drück E-Speed. Ja. Und dann war halt das Game Over. War geil. Muss ich sagen. Akani war also, schon, cool, ja. Also, Griffin, I mean, du spielst die Season besser als mit mir letzte Season, muss ich sagen. Aber bitte streng dich doch mal an, wenn es gegen Rudi geht. Warum musst du gegen Rudi immer choken? Ja, ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Fandest du Slowking gut? Nein, oder? War Slowking nicht auch Konter? Ja, genau. Aber die haben im Endeffekt automatisch Slowking abgeworfen, nur um einen Mund zu bekommen. Richtig. Das finde ich. Also, ich finde Konters jetzt gut, wenn man danach das dann noch safen kann. Aber wenn es halt dann so ist, dann bringt es ja halt nichts. Du tradest Mons so. Ja. Du tradest Mons, kannst auch einfach, keine Ahnung, Mega Banett mit Destiny Bond spielen oder so. Ist genau dasselbe. Ja, das war so ein bisschen, naja. Voltolos hat auch mit 1 HP überlebt, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, das war auch lustig, das sah auch sehr lustig aus. Ich habe, glaube, Rudi und Jeremy haben mir danach nach dem Kampf erzählt, dass das The Roll war. Ah, okay. Also, eigentlich in deren Favor hat aber trotzdem überlebt, meinst du? Ja, genau. Okay. Ja. Was war mit Altaria? Das war auch so einfach weggeworfen, es war toxiniert, ja, lass es runterschütteln. Also, das war auch so. Bisschen so, man hätte, also es war ja, glaube ich, nur Sludgebomb-Toxic, kein Toxic-Toxic, ne? Ja, aber Toxin ist Toxin. Triggert. Nee. Sludgebomb-Toxic ist ja nur 13% jede Runde, das wird ja nicht höher. Ja, aber und ist ja trotzdem Aber trotzdem hätten die gegen roosten können. Ja! Das meine ich. Warum roost man nicht gegen? Die könnten ja healthy bleiben. Sorry, aber natürlich so, du kannst halt ein bisschen PP-Storm von Amoongus, aber Amoongus muss ja auch irgendwann mal was anderes tun dann. Hm. I don't know, also. Ja, ich fand's auch fragwürdig, dass sie halt einfach das Ding so schnell wegwerfen, nur um Amoongus zu bekommen. Da haben sie überhaupt noch Amoongus bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, zwei Mons haben sie gekillt, keine Ahnung. Irgendein zweites Mon haben sie gekillt, das weiß ich noch. Und dann ging halt Akani durch mit, weil er halt Flareblitz und E-Speed hatte. Und dann mit Morning Sun war halt einfach so, ja, ich stehe jetzt hier und du kannst nichts mehr tun. So sieht's aus, ja. Sowieso auch. Ich fand's sehr fragwürdig, halt auch, wie nochmal zum Porygon-Play vorhin, ich meinte. Dadurch ist ja Porygon einfach jedes Mal in Range für theoretisches. Also, nee, ich habe ja von Rudi sogar mitbekommen. Er meinte zu mir, weil wir uns das Match nochmal zusammen angeschaut haben, weil er es mir zeigen wollte. Dadurch, dass das Ding so low war, meinte er, hätten wir dann jedes Mal, wenn Porygon Kill claimen sollte, sollte es gefährlich werden, ne? Hm. Wenn, also, so gesagt, eigentlich wollten die dort sterben, damit sie danach mit Sneasel reinkommen können und das Ding Pursuit trappen können. Weil die haben das Ding so low gelassen, dass es halt immer in E-Speed und Pursuit Range war und deswegen irgendwie das Ding useless war. Okay. Ja. Also, es zeigt halt, jetzt kommt es nochmal, das Bashing der beiden, zeigt halt, dass sie einfach keine guten Spieler sind. Bam! Und Griffin und Dylan fühlen sich ja so ein bisschen immer angetan, wenn ich die beiden ein bisschen trash-talke. Aber diesmal habt ihr wirklich bewiesen, dass ihr trash seid. Also zumindest diesen Spieltag habt ihr nicht clean gespielt. Ja, das kann man also sagen. Aber wer auch nicht clean gespielt hat. Gehen wir aber weiter, ne? Ja, wer auch nicht clean gespielt hat, DJ. Das ist dein Spieltag, oder? Alle Teammates von dir haben verloren, fast. Nee, Jeremy nicht. Ja, aber da kann ja nur einer von beiden verlieren, ne? Jeremy ist halt auch der beste Teammate, den ich hatte, ne? Ja, weil er nicht alles machen lässt. Können wir bitte anmerken, dass das die Season war, in der ich basically, außer jetzt mit TJ, am weitesten gekommen bin, ja, weil ich Playoffs gehittet habe? Ihr wart hinter uns, ja. Okay. Richtig, wir beide haben ja zusammen da die Season Playoffs gehittet, das war noch schöne Zeit. Oh Gott, war das damals schön. Ja. Ja. Da wo dann das Rihorn euch hops genommen. Ja, egal, Rihorn Vergangenheitsform, sage ich nur. Lass uns über Party Tilt Online reden. Ich hatte auch da natürlich sehr, sehr schöne Punkte mir aufgeschrieben, wie zum Beispiel
Setup ist cool. und kack Prep von den anderen, also von TJ. sorry, aber das war halt. Du preppst dich, du hast dich legit nicht auf Dragapult gepreppt. Hm. Warum ja nicht? Ja. Das ist ein Pult. Das ist ein Pult. Das erste, worauf du, woran du denkst, ist, ich nehme eine Fee mit, damit er physisch nicht mitkommen kann. Hm. Oder halt. Dann halt Steelwing, dann nimmst du halt, keine Ahnung, Babiri Berry mit. Das ist meistens so die Sachen. So, ich denke immer daran, an meine Lieblingsfee, am Aromatis, dass ich immer gegen einen Dragapult physisch-defensives Aromatis mit Babiri Berry dort stehen habe und mir denke, Moonblast. Moonblast. aber es war irgendwie Poke-Setup. Keine Ahnung. Was war das andere Mal, was sich nochmal gesetupt hat vorher? Vor Dings? Weiß ich nicht. Dragapult hatte. Ach, Xerox. Hatte sich noch. Xerox. Xerox, stimmt. Fand ich richtig war das gut, plus ne? 3. Das plus 3 Xerox. Alter, Xerox war auch so ein Goat. Da wurde immer richtig gezeigt, ja. Normales Xerox besser als Mega Xerox. Ja, gut, das. Ja, das alleine war der ja immer die Feuerbeere drauf haben. Kannst im Regen sowieso ja. Nicht so stark. Aber nee, aber. Also, ganz kurz. Es war halt einfach, die haben sich nicht gegen Sword Dance Xerox gepreppt. Aber man eigentlich denkt, wenn man an Xerox denkt, dann Xerox denkt immer, es könnte defensiv sein. Oder es ist das tolle Sword Dance Set, welches ich mit am liebsten spiele sogar. Und die haben sich nicht auf physisches Dragger gepreppt und dann ist halt das dabei entstanden. Ich muss sagen, haben einfach. Ich bin ehrlich, Psychos haben es einfach dadurch super gut gespielt, runtergespielt. Ihre Sets waren super erfolgreich, sie haben das Richtige mitgenommen. Jo. Und TJ sollte nochmal hinterfragen, was er im Team bitte gar nicht angestellt hat mit Shiny. dazu muss ich noch sagen, mir wurde mitgeteilt, dass TJ nicht der Trash-Talker im Chat ist, wenn die kämpfen, ne? Das soll wohl Shiny sein. Hab ich wohl gehört. Kann gut sein, TJ ist eigentlich relativ, so wie ich ihn halt noch von damals in Erinnerung habe. TJ ist, Chat nicht aktiv. Wir haben immer im Talk, wenn getrashtalkt. Aber. Okay, ja. Weißt du, was lustig ist? Trash Talk geht weiter. Was erlaubst du dir eigentlich nach einer 0-2-Niederlage gegen Redner Fight Club, die alles verloren haben, sogar Regelbruch-Niederlage bekommen haben, selber zu verlieren, trotzdem über andere zu richten, mein Freund? Ihr habt 0-2 verloren, erzähl mir mehr. Also. Wir springen in unser Teambuilding. Mach's bitte nicht zu lang. Benny trägt die Mons ein, die wir spielen, weil wir halt so einen extra Doc haben, so ein bisschen Preparation-mäßig, ne, was halt sehr angenehm zu teambilden ist. Und er trägt so diese ersten 8 Mons ein und ich sehe einfach nur so Eisschwäche, Flugschwäche. Ich habe schon dieses offensive Arctos in meinem Kopf, ne? Und dann kommt Benny an, aber ich möchte Heelbell spielen, lass mein Boots spielen. Hätten wir offensive Scarf Arctos mitgenommen, hätten wir am Anfang schon gefühlt 3 Mons geclaimed. Aber hey, Benny. Hierbei war der Play. Danke. Dann war ich einfach im ersten Turn nur so, wer ist so behindert und denkt, dass wir nicht rausgehen im ersten Turn, weil es war ja direkt Thunderous gegen Arctos. Drück Ice Beam. Wir killen das Ding. Aber er so, aber Specs Void Switch. Und ich so, ja, Specs Void Switch, aber das Ding wird doch denken, dass wir halt in unser fucking scheiß Pferd rausgehen. Was kommt? Sludge Bomb. Woraus gehen wir raus? Wir sind, glaube ich, auf. Warte, was sind wir gegangen? Auf irgendwas anderes hätten wir Ice Beam gedrückt, wäre das Thunderous tot gewesen. Es hätte auf Tangulos, glaube ich, gegangen. Oder? Nee, das sollten wir nicht, weil sonst wäre es gestorben, weil die Sludge Bomb gedrückt haben. Wir sind auf. Blitzer? Wir sind, glaube ich, aufs Pferd gegangen. Sogar. Kann es gut sein. Entweder Pferd oder das. Haben wir noch nie einen Sivismann dabei? Kann mich an mein eigenes Teambuilding nicht mehr erinnern. Das ist der einzige Kampf, den ich mir nicht angeschaut habe, weil ich noch einen Kopf hatte. Ja, deswegen merkt man gleich, dass du on point bist, ja. Wird wohl das Pferd gewesen sein, ja. Nee, es war das Pferd. War das Pferd. Es sollte das Pferd gewesen sein, ja. Nee, es sind noch Blitzer raus, ich bin vergessen. Hä, doch. Es ist noch Blitzer raus. Wir hatten noch unser Assault, wir hatten extra dafür unser Assault Breast Blitzer dabei. Warum habt ihr nicht Volt Absorber gespielt? Die haben Starch Bomb gedrückt. Ja, aber also habt ihr Volt Absorber gespielt? Ja, Void Absorber und Assault Breast gespielt, ja. Wo ich mir auch nur dachte, wir nehmen Arctos sich offensichtlich mit und wir nehmen ein nicht damage boosting Item auf Blitzer mit. Benny! Bin ich froh, dass ich gegen euch schon gewonnen habe, Alter. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wir innerlich Pain hatten, dass wir nicht einfach das Pferd früher reingeholt haben und das abgezogen haben, weil dann hätten wir mit am Ende durch die wenigen PP von euch vielleicht noch gewinnen können. Aber es war so. Lass doch nicht über unseren Kampf reden, den wir klar richtig gewonnen haben. Reden wir über den Kampf, den ihr klar verloren habt. Ja, und dann habe ich halt geschrieben, ja, wir haben halt so viele 50-50s verloren, weil wir einfach scheiße sind.
Ne? Also ich muss sagen, ich habe viele der 50-50s gerochen. Aber Benny und ich waren dann halt immer so, aber. Benny war auch sehr, sehr viel, aber. Ich bin auch sehr, sehr viel, ach komm, Benny, ich vertraue dir mal. Benny ist dann aber auch manchmal in manchen Situationen, ach komm, Janne, ich vertraue dir mal. Und wir beide sind einfach immer kacke, weil wir die falsche 50-50 haben. Gut, aber das ist doch, das macht euch aber zumindest nicht als schlechtes Team, weißt du, ich meine? Also, ja. Das ist so, besser wäre es besser, als wenn ihr gegeneinander reden würdet und sagen würde der andere, nee, lass mal das mal, ja, okay. Nein, nee, sagen wir es so. Wir machen Plays immer. Der eine schlägt meistens Plays vor. Der andere sagt dann aber. Wir vertrauen dem aber und dann waren die eigentlichen Plays die richtigen und dann ist immer die nächsten drei Runden Entschuldigung angesagt. Es ist uns so oft in diesen letzten vier Spieltagen passiert, das glaubst du nicht. Ach ja. Ey, wir haben schon so viele, also so viele unserer Games waren einfach nur falsche 50-50s, weil einer von uns risky spielen wollte, so einen geilen Play machen wollte und der andere dann aber der Safe Play. Und dann war der Safeplay kacke. Ja, dann lass uns doch mal kurz über den Megaplay reden von den anderen beiden, die Toxin gedrückt haben, wo Mega Dianzi drin war. Mit Hippo. Megaplay. Ja. Und wer war der MVP Megaplay für mich? Hippo war sowas on point. Also, der hat mir richtig gut gefallen, muss man wirklich sagen. Also, ja, Hippo war auch. Hippo auch, der war Bombe gegen euch. Meine Fresse, habt ihr gegen die nichts gerissen. Ich weiß. Weil wir dumm sind. Aber. Ja. Ja. Der war gut. Der war richtig stark. Also Hippo für mich. Aber übrigens, das war auch eine 50-50. Wir hatten überlegt, 8. Ja, aber habt ihr nicht. Ja, ich weiß. Das war alles kacke. Wir haben jede 50-50 verloren. Wisst ihr, was noch kacke war? Was? Der Psychopath und sein schizophrenes Ich hat auch rund 5-0 verloren. Auch hoch gegen Bierbopong. Und das war derselbe Grund, warum sie verloren haben, wie wir damals gegen Bierbopong. Es steht so ein komisches, rundes Scheißvieh am Pitu dort. Hast du das Viech langsam? Ich habe selber gedraftet und bei mir hat es nichts gerissen. Der liegt an dir. Weißt du, du bist doch scheiße. Weiß. Ich habe es nicht hinbekommen, einen fucking Kyurem zu spielen, okay? Ach, das habe ich auch schon nicht hinbekommen, keine Angst. Aber das bringt dich auf eine Ebene wie mich. Und das ist so, tiefer kannst du wir kommen. Wir beide leiden zusammen. Nee, ich leide mit Skylani. Ich möchte nicht mit dir leiden. Ich leide im Nebenzimmer. Okay, cool. Das aber abgeschlossen ist, by the way. Ja, aber wir sind Nachbarn trotzdem. Ja, deswegen wir reden jetzt trotzdem über den Olympus. Ja, genau. Weil plus zwei Setup mit Simsala stark gemacht, dass sie mit Terrakium drin geblieben sind. Also, und dann der Trick Room Play, und das war auch sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ja. Wo man selber schon Monster hat. Dann hat er einfach P2 Ice Beam gedrückt und war einfach besser. Und dann am Ende hat halt Aura den coolen Late Cleaner gemacht und da wollte ich nochmal hervorheben, ich mochte die Sugarberry. Die war cool. Ja, die war gut, ne? Also, dass er das lebt. Aber es hat halt nichts gemattert, aber die war cool. Also, der Clown ist gestorben. Es war eine Differenz. Es war ein Differenzpunkt geändert. Differenz mattert vielleicht am Ende, weißt du? Richtig. Doch. Also, wie gesagt, Sugarberry, stylisch. Weil, wenn man so schaut, so Olympus Relic hat jetzt wieder hoch verloren, wir haben hoch verloren, die Party Tidorna hat hoch verloren, was überraschend ist, wenn man ehrlich ist. Wir haben niedrig verloren. Ja, ihr ja, aber ihr habt schon vorher so viele oft hoch verloren. Ihr habt gegen die niedrig verloren, die sonst immer hoch verlieren. Also das macht auch nichts besser für euch, ne? Aber sagen wir es so, es wird bald besser. Spieltag 6 spielen wir gegen Gripen. Auch das sage ich mir selber. Die musst du safe besiegen. Und was ist, lieber Benny? Benny war auch vom Fest der Meinung, dass wir safe euch besiegen müssten. Und wir haben es nicht hinbekommen. Ja, also, das habe ich auch zu euch gesagt oder gegen euch gesagt. Es sind so Gegner. Ist auch nächste Woche. Oh, kleiner Spoiler. Wir spielen gegen Olympus Relikant. Das musst du halt besiegen, wenn du noch die Chance wahren willst, noch weiterzukommen. Ist ja halt wirklich so. Ja, es ist ja nur die Top 4, die weiterkommt. Also. Ja, die schafft ihr nicht mehr. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht werden wir nicht letzter. Ja, vielleicht reden wir auch gleich. Das Ding ist halt, Benny ist schon fest der Meinung, dass es ein 9 wird. Aber. Eieieiei. Dann verliert der automatisch gegen Gripen und Dürren. I hope not. We hope not. That's the Tabelle is the finish. Puffel, Mädchen auf 1, Bierbopong, Divius Rewy, Olympus Relikant, Psychodelic Psychos, Party to Dawnet, Muad'Dib, Frostbite Fantasy, Rentner Fight Club und Spiel of Taste. Jetzt kannst du mir sagen, wie heißt sie eigentlich? Spiel. Es ist wie das Pokémon. Spiel? Spiel. Spiel. Weil du weißt doch, wie fucking das Pokémon heißt. Nein. Marschi, weißt du? Nenn mir den deutschen Namen. Fun Fact: Benny hat sich darüber so aufgeregt, jedes Mal im Teambuilding, dass du unseren Namen nicht aussprichst. Ja, aber wie heißt denn? Welches Mann ist es denn auf Spiel. Deutsch? Das ist hier, Seemobs. Seemobs. Was ist Seemobs? Das ist unser, was auf unserem Logo das ist. Das heißt einfach auf Englisch so. Willst du mich rollen? Ja. Spiel of Taste, natürlich. Seemobs, ja?
Ja. Das ist, glaube ich, die Mobs gewesen. Ich mit sollte... Doppel-E, oder? Bruder, ich habe den deutschen Namen nicht im Kopf gerade. Warte, ich guck nach. Ja, warte. Ja, Spiel. Ja, wie wird's ausgesprochen? Wie? Spiel? Wie? Spiel. Ja, wie so ein W. Also das PH wird wie ein W ausgesprochen. Ist ja hässlich. Aber gibt Sinn. Ja. Cool. Spiel auf Taste klingt aber beschissen, wenn ich ehrlich bin. Das macht doch jeder Trotzdem eine. besser Also als alle Namen kann Mordkip. ich Es ist trotzdem durchrattern, bis besser zum als. Geht Es nicht ist, mehr. also sorry, aber es ist trotzdem besser als Mordkip. Mordkip ist aber cool. Nein. Mordkip. Doch, weil du Mordkip sagen kannst. Komm, hör auf. Ja, ich höre schon auf. Aber ja, es ist gut, dass ich euer Namen nächstes Mal einfach langsamer vorlese, weil ihr kommt jetzt eh immer am Schluss, weil ihr letzter Ja. seid. Das Nee, macht's kommen wir mir. nicht. Vertrau mir. Ich vertraue dir natürlich. Okidoki, du siehst blau. Puffelmädchen sind oben geblieben. Das einzige Team in unserer Liga-Division, was alles gewonnen hat. Richtig. Und Zwei. wir spielen, das ist ja Spoiler, wir hauen in nächster Woche den ersten Los rein. Würde ich fühlen. Also hätte ich nichts dagegen. Ja. So mal, wird es ein hoher Sieg da, eurer Meinung nach? Bisher bei den Sets, die ich im Kopf habe, 6-0. Fuck, dann überholt ihr uns wahrscheinlich. Das wäre nicht gut. Ja. Ich habe mal vor, fünfter Spieltag, wir sind hinter euch. Gott. Mordkeep und euch vor uns, das wäre schon ein bisschen strange. Ja. Will ich nicht sehen. Same. Also ich will nicht Mord geben, bevor ich sehen, aber. Ja, was war denn eigentlich eure Vorstellung, wie ihr das Ding reißt am Anfang der Saison? Also, wir sind in den ersten Spieltag gegangen und haben den ersten Fehler begangen, indem wir uns nicht auf einen B-C-Tier gepreppt haben, namens P2. Wir sind in den zweiten Spieltag gegangen und da hatten wir das tolle Problem, dass wir einfach ein paar 50-50 verloren haben und eins verloren haben. In den dritten Spieltag gegangen und haben dasselbe wie im ersten Spieltag getan und haben uns nicht auf den Marauder geprappt. In den vierten Spieltag gegangen und haben basically das vom zweiten Spieltag wiederholt. Und ich merke langsam so ein kleines Schema, dass ich und Benny hinbekommen, auf das jeweils an den einen Fehler zu achten und den anderen dann immer zu vergessen. Und Kann ich? deswegen haben wir jetzt die Idee, einfach Ja. auf beides nicht zu achten. Cool. Weißt du, dass Moroda als letztes Mon bei uns reingekommen ist und ich es unbedingt dabei haben wollte? Also hast du die Niederlage automatisch mir zu verdanken. Yes! Weißt du, wie oft ich einfach schon gesagt habe, weißt du, wie oft dieser Satz hier, was ist eigentlich mit Shadowball? Und Benny so, was ist Shadowball? Weißt du eigentlich, dass du noch nie gegen mich gewonnen hast? Doch, zwei Habe ich? Seasons Nein, hintereinander. kann ich mir nicht vorstellen. Rihorn und Rihorn, Nein, ja. gibt's nicht. Ist raus. Diese Mon-Kette gibt's nicht. Du hast noch nie gegen mich gewonnen. Red dir das einfach ein. Es steht, Ja, glaube ich, jetzt so aber 4-2 für dich oder so. was war euer Ziel eigentlich? Wollt ihr die Top 4 oder war so ein Es Mittelfeldplatz? wäre schön gewesen, aber ich glaube, ich und Benny hätten einfach nur Bock, zusammen eine Liga zu spielen, mal. Endlich. Na, wird doch das letzte Wir Mal wollten sein, einfach hoffe ich. Fun haben, ein bisschen. Es war am Anfang so, komm, wir geben uns ein bisschen Mühe, vielleicht wird's was. Und jetzt ist es, okay, wir haben Spaß mit dieser Season. Das wird eine tolle Fun-Season, Benny. Macht Spaß, wenn man Alles jede gut. Woche verliert, ne? Ja, kenne Ey, ich. ja, also. Ich und Benny haben trotzdem in den Fights Spaß, weil wir ein bisschen halt. Wir haben eine gute Synergie. Ich kenne Benny ja auch schon jetzt seit über 2 Jahren sehr gut. Ne? Wow, 2 Jahre. Ich habe den Alter. auch schon mal getroffen. Wow, Ne? cool. Ich war mit dem in 2 Wochen nach Berlin. Warte mal, ist es nicht so, du bist minderjährig und er ist volljährig und was macht er mit dir? Wir sind auf einer Messe mit Freunden. Wie heißt die? Die Venusmesse oder wie die heißt? Ist Nee, das schon wir wieder? sind auf der Max in Berlin. Auf der Max. Okay. Ja. Was ist die Max? Anime Gaming. Was sonst? Animagics. Natürlich. Animagic Gaming, natürlich. Okay, krass. Ah. Ja. Cool. Cool. Und danach habe ich Geburtstag irgendwann. Aber das ist eine andere Sache. Ja, Happy Ja, Birthday vorträglich ist so mein. Tabelle übrigens, ich glaube, das Einzige, was mich an der Tabelle wundert, ich weiß, dass diese Frage gleich kommt, deswegen springe ich schon dahin. Ich kenne dich langsam. Nee, ich bin ehrlich. Ich Aha. finde es krass, dass Rudi und Jeremy so gut performen mit Divis Rebels. Ja, aber ein Sieg ist geschenkt Einziges Geschenk, den sie aber gegen den Neuntplatzierten gespielt hätten, was potenziell ein Sieg werden könnte. Also, ne, so muss man es ja auch sehen. Es war ja schon so ein bisschen so von der Mentality her für die so ein Matchup. Ich weiß, dass die beiden sehr, sehr chillig an ihre Spieltage rangehen. Es ist auch sehr, sehr viel Rudi natürlich, wie ich es mitbekomme, aber man darf den jungen Mann namens Peking Ente nicht unterschätzen. Er macht trotzdem einen guten Job.
Junge, gibt eine zweite Meinung. Der Junge ist super, um eine zweite Meinung zu haben, manchmal auf ihn zu hören sogar, weil du dir denkst, actually, warum nicht? Weißt du auch, warum es... Unterschätze Jeremy nicht als Teammate. Er ist ein wirklich schöner Teammate. Weißt du auch, warum es so gut ist, auf ihn warum? zu hören? Wieso? Weil, wenn alles klappt, wird er nächste Woche mein Gast im TPL-Talk. Rudi hatte gar keinen Bock, deswegen nehme ich die Peking-Ente und der hat gesagt, erst nein, dann hat er doch ja gesagt. Mal gucken, ob es klappt, weil Rudi hat keinen Bock und Rudi will ihn unbedingt im Talk haben. Warte mal, wer ihn überredet hat. Du warst das? Ich war, also, Marschi schreibt mich schon wieder. Fühle ich, ja. Er ist ein bisschen so, du musst dir ja vorstellen, er und wissen, was er sagt. Ne? Er weiß, was er tut, aber weiß nicht, wie er es beschreibt. Mhm. So, deswegen, du kannst dir vorstellen, dass die Qualität der Aussagen nächste Woche von dir kommen darf. Das ist nicht schlimm, weil die Qualität ist ja heute auch nicht da, deswegen. Bäm! I know. Da teilen wir uns das richtig auf, weil wir beides nicht haben. Bäm! Doch, schlechtes Gameplay plus Niederlagen en gros. Deswegen, Tabelle ist nichtig für mich, wir gehen in die Kills. Mega Aero, Volcanion und KDO haben nichts gerissen in diese Woche, bleibt dabei. Mega Meditalis, Voltenso, I, Panferno, Katapultra, Raikou und Snipuna sind die letzte und ich habe mich für Topkiller Akane entschieden, weil Katapultra hat zwar auch vier Kills gemacht, aber wer interessiert Katapultra? Ist halt lame. E-Speed. E-Speed. Ja, er ist schneller einfach als Katapultra. Ja. Ja. Vorne hat sie nicht getan, Mitte so ein bisschen und am Ende auch so. Aber alles Mons, die ich in einer Kill-Rangliste zu erwarten habe. Na, Voltolos I nicht so oft, ne? Also. Ja, aber wenn der halt performt, dann performt er. Ja, entweder Volcanion hat auch. Er kann damit oben sein, aber der ist jetzt nicht so fragwürdig, wie wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Parfiness auf 3 hast. Ja, wäre schon geil. Gib dir mal Mühe. Hatten wir mal. Gott, von mir. Du redest so sehr in der Vergangenheit. Du musst nach vorne. Ja, ich liebe die Vergangenheit. Ich liebe die Vergangenheit. Damals, wo Mama noch mir mein Essen gekocht hat. Damals war alles besser. weiter. Oh, ich freue mich schon, wenn wir nächste Season wahrscheinlich ja dann in Gen 9 spielen. Das wird lustig. Ja, ich habe jetzt mitzureden, mein Freund. Ob wir Woche 8 das Season spielen, Junge, wir alle hassen es hier. Oh, wir reden später drüber, Marci. Später drüber, genau. Coolio. Also gibt es nicht viel zusammen, weil vorne hat sich nicht getan, ist mega Aero. Ja. Gegen den müssen wir nächste Woche ran. Wird, glaube ich, ein bisschen schwierig für uns. Kann sein, dass er ein, zwei Kills holt. Soweit ich weiß, müssen wir nächste Woche ja dafür gegen das Mega Meditalis ran. Das wird auch lustig. Ja, Beulenhelm, Westbrot spielen, ganz einfach. Gar kein Problem. Wir wollten eigentlich jetzt diesen Spieltag schon gegen Mega Schlapper, was nicht mitkam, dreimal Rocky Helmet nehmen. Ja, wir haben diese Woche dreimal Rocky Helmet mitgenommen. Ist ganz cool, dieses Items-Scheiß. Also. Ja, das ist irgendwie so Mega Galagladi, Mega Meditalis und Mega Schlapper lieben dieses Item. Hm. Sondern einfach anstatt dem Megastein einfach dieses Protect-Dingens spielen. Protective Pets, das spiele ich gerne auf Urshifu. Urshifu. Urshifu ist super. Das Mon würde ich nochmal draften in einem besseren Kader. oder mit einem besseren Mindset. Ach, ich dachte, du meinst Mitspieler. Nee, Benny ist super. Ich dachte, du wolltest ihn trash-talken. What the fuck, aber, man? Ich habe ihn für den Spiel, ich hab ihn fürs CB getrash-talken, aber war's, Wallace Benny super. Mehr nicht? Nur das? Er ist ja nicht Grippin. Stimmt, das recht. Das kann ich verstehen. Ja, gibt es nicht viel zu reden eigentlich über die Tierringliste, weil es ist halt so. Also, es ist pretty standard so. Ja. Also, vor zwei Spielen hat mir die Tierringliste noch besser gefallen. Ja. Ihr langweilt mich alle. Ändert bitte was daran. Weiter geht's. Was soll der Geiz? Komm, wir reden über euer Team. Euer Team. Ich lese kurz vor, was ihr dabei habt und dann reden wir darüber, warum es dazu gekommen ist. Mega Dianzi, Wallo, so fließend. Ich kann es nicht. Wie Urshifu Water war Urshifu das. Urshifu Rapid Strike. Rapid Strike. Ja, komm hier nicht mit diesem Namen. MS, Galalasho King, Tangolos, Trickefalum A, Blitzer, Mamolita, Skelabra in B, Arctos, Forsaker, Pampos in C und D ist Gangama. So, jetzt hau raus. Ich kann dir jetzt schon so. Also, es war pretty simple. Ich und Benny haben angefangen zu überlegen und ich habe Benny einen Mon vorgeschlagen. Ich habe Benny gesagt: Ey, yo, ich hätte ziemlich sehr, sehr Lust, eigentlich mal eine Runde Glowking zu spielen. Mhm. Weil Glowking wirkt wie ein cooles Pokémon. Also bin ich easy dabei, first picken wir. Ja? Mhm. Meinten wir dann auch nur so? Wir haben dann so weitergebaut und dann gab es noch so ein paar Ideen, wie zum Beispiel Clamor, den ich auch sehr gerne wollte. Geiles One. Aber der ging ja ein bisschen. Der ging leider, bevor wir ihn picken konnten, an liebe ihn. So ein Weirdo-Team. Die gegen euch gewonnen haben und über euch stehen. Ja. Erzähl weiter. Das ist lustig. Ja, egal. So, dann war es halt so, ja, okay,
ne, draften wir uns halt was anderes. Es war sehr, sehr schwer, uns einen neuen Stil und Flying zu finden, besonders weil wir ihn ja so hoch wollten. Wir hatten auch sehr, sehr viele Pläne, wo wir mal Stealer drin hatten. Wir hatten Pläne, wo wir verschiedenste Sachen noch drin hatten. Und am Ende wurde es dann durch eine bestimmte Sache der Frostmourth Arctos Plan, weil wir leider gesniped wurden von Gripin in Gliscor. Wir wollten Gliscor haben. Weil dann halt. Weil wir dann den als Flying wollten. Was dann halt auch nicht geklappt hat. Gligar ging dann auch weg und wir waren dann einfach nur so, Irgendwann haben wir dann halt uns noch einen Regenerator-Koch aufgebaut. Wir wollten Hydreigon sowieso haben. Zusammen mit Glowking, der war auch am Anfang geplant. Irgendwann passte halt, haben wir dann gesagt, okay, wir haben irgendwie noch so kein Esti gebaut. Mega Diancie und Urshifu waren dann einfach nur so zwei Böllermons, die wir beide noch nicht gespielt haben und mal ausprobieren wollten. Und auch wenn man es mit 0-4 nicht erwartet, wir sind bisher ziemlich zufrieden mit den Sachen, die wir haben. Okay. Also, wir finden, dass es nicht am Kader selber, also es kann auch teilweise am Kader liegen, der Kader ist nicht. Der Kader ist abseits von perfekt, besonders im Thema Hazard Removal. Es ist schrecklich, Arctos Frosthelka nur zu haben, wenn Hydreigon ein drittes Defogmon ist. Oder halt die Removalmon. Und was wir halt gemerkt haben, wir haben irgendwie nie die Chance gefunden, Marmolida und Chandra mitzunehmen bisher. Sehe ich ja. Wir wollen die auf jeden Fall in den neuen Spieltagen, wenn es sich anbietet, mal mitnehmen. Wer weiß, vielleicht ja schon nächste Woche. Ich weiß es tatsächlich, weil wir unsere 6 Mons, die wir mitnehmen wollen, schon ausgesucht haben. Krasser Mensch. Aber overall muss ich sagen, bin ich mit dem Kader relativ zufrieden selber, aber ich mag die Mons und ich würde halt. Ich glaube, ich brauchte oder ich brauche immer noch zu lange, um in den Kader, was er sein soll, wirklich reinzukommen, um ihn so zu spielen, wie wir ihn spielen wollen. Wir haben es irgendwann noch nicht ganz gefunden, was der Kader sein soll irgendwie. Und das liegt nicht am Kader, sondern an uns. Und deswegen muss ich sagen, I guess es ist so eine kleine Mental Block bei mir und Benny gerade mit dem Kader, aber es liegt nicht am Kader. Ich mag den eigentlich relativ gerne. Liegt's denn Ich mag eigentlich, unseren Reach. also sagst du selber, du magst alle Mons, ist es aber vielleicht dann doch das Problem, dass man alle Irgendwie die Pokémon Synergie mag nicht und drückt, findet. ja, Ja. genau. Also ich mag unseren Regenerator Core. Ich meine, Widerlich, ja. die Synergie aus Glowking und Tangelos ist halt super. Ne? Besonders weil Tangelos so ein geiles Mon gegen Ground-Types ist. Wir haben, also ich glaube, wenn ich jetzt schon einen Mon heiraten könnte aus einem Kader, dann wäre es wahrscheinlich das Pferd. Das habe ich gehört, es kann 60 Runden dauern, richtig gut. Dann Blitzer war okay. Blitzer bisher könnte noch besser, aber ich glaube einfach, dass wir nicht. Wir haben noch nicht einmal Specs Blitzer Standard mitgenommen und ich glaube, wir sollten irgendwann mal Standard Blitzer mitnehmen, wenn es gut aussieht. Ja, Mal gucken. ihr habt die Standard schon. Blitzer, Standard Blitzer ballert halt. Und ich weiß, was Standard Blitzer kann, weil ich Standard Blitzer schon mal gespielt habe in der Liga. Dann würde ich auf jeden Fall auch mal Mola spielen, weil Mola ist cool, aber Mola irgendwie alle Teams waren so Bulky Waters bisher nicht so geil gegen aus. Ich finde sowieso, wir haben irgendwie gerade so eine Season an, wo Bulky Waters nicht so die besten aussehen, so Single Types zumindest. Ja, kommt auch vielleicht dazu, dass die HPs erlaubt sind, ne? Kann ja auch Ja, sein. richtig. Ja, aber meistens liegt es nicht an den HPs, da wir die HPs bei zumindest Marmolida so richtig rausnehmen, jedes Mal, wenn wir ihn angucken, weil wir uns denken, da ist ein geiler Electric-Type, da ist ein geiler Grass-Type, irgendwie macht der nichts defensiv, fuck. Ja. Ja, und ja, wenn ich so bisher so einen Favorite, also Mons, die ich auf Darf jeden ich Fall wenigstens die nochmal, Frage stellen? Was ist euer ja, mach ruhig. Lieblingsmon? Ja, Gott. okay. Ja, wie gesagt, Lieblingsmon, so, wenn ich mir Mons so von dem Kader nehmen könnte, die ich auf jeden Fall nochmal spielen würde, oder halt nochmal in Zukunft vielleicht mal draften möchte, um ihn nochmal mit einem anderen Kader oder vielleicht leicht abgewandelten Kader nochmal zu testen, dann würde ich probably unser S hier nehmen, weil ich, vielleicht nicht zusammen, sondern halt auch einzeln, weil ich beide davon sehr, sehr mag. Ja, okay, Pampros kann ich in jedem Kader gefühlt ab jetzt mitschmeißen, weil ich ihn kann. Also wahrscheinlich. S-Tier plus. Ich würde sagen S-Tier und Pampros. Nehmen wir mal die drei. Die sind so bisher so bei meinen Top 3 an Mons. Aber Ranking unter ihnen habe ich keins tatsächlich. Also bist du von keinem Mon enttäuscht bis jetzt einmal.
Irgendwie wirkt halt Reagan useless, aber das ist so eine andere Sache. Aber es liegt dann auch wieder an euch, oder nicht? Also, Ja, das weiß ich. Ja, genau, den das kann man Ding. doch als Ich kann. Scarf spielen, oder nicht? Ja, ich weiß, aber haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Warum nicht? Doch, haben wir. Wir haben es ihm mitgebracht. Ein physisches Scarf einmal, glaube Ja, ich. erster Soweit ich weiß. Spieltag war schlecht, glaube Richtig. ich. Nee, das war eines der solideren Mons sogar an dem Spieltag. Sagt Das war, einiges. das war aber eines der Mons, welches trotzdem nicht P2 breaken konnte. Bedeutet, wir haben halt einfach am ersten Spieltag nicht Wahllose mitgenommen und das war der größte Fehler. Und deswegen, ich sowieso, ich liebe Wahllose so langsam, auch wenn Rocky Helm mit immer ein beliebtes Item gegen den ist. Ja, spiel einfach die Pets und dann ist gut. Hab dagegen Ja, jetzt auch entweder gespielt. spielst du Protective Pets oder du outplayst sie, indem du dir einfach denkst, ja, kannst, ich nehme den Triple Chip, wenn du dafür tot bist. Juckt mich dann auch nicht. Wenn das Ding trotzdem durchfährt, dann fährt das Ding durch. Das Ding kann gut durchfahren. Und ich bin ein riesiger Fan dieser Fähigkeit, weil ich mir jedes Mal denke, irgendwann vergisst jemand die Fähigkeit und drückt Protect. Und dann wird er gefickt. Ja. Du langweilst mich, wir gehen weiter. Red bitte über den Spieltag Nummer 5. Okay, ich habe es schon nebenbei offen. Ich habe mir schon tatsächlich die Matchup mal geguckt. Psychedelic Psychos gegen Devious Weaver. Soll ich einfach meine Tipps direkt mit abgeben oder Nein! einfach durch erstmal? Erstmal Einmal durch durch. erstmal? Okay. Ja. Psychedelic Psychos gegen Devious Weaver jetzt. Mordcap gegen Rentner Fight Club. Puffelmädchen gegen Swill of Taste. Bitte merken. Bierbaupong gegen Party Till Dawnlight. Ich hasse diesen Namen immer noch. Frostmourne Okay. Fantasy. Den Namen mag ich mehr. Gegen Olympus Relicant. So. Okidoki, Devious Rewilds gegen Psychedelic Psychos. Hau raus. You predicted. Also, es ist gerade schwer, weil im Neu einen sind Freunde von mir, im anderen sind coole Menschen. Was? Aber ich sage, Bauchgefühl sagt mir 2-0 Psychos. Ach, du gehst sogar mit Ergebnis, Ja, Gott. ja. Um dich dann besser zu fühlen, wenn es wirklich passieren sollte, oder haben die schon gespielt und du weißt das Ergebnis? Die Ergebnisse werden ab jetzt direkt reingeschickt. Hast du ein Replay gesehen? Ihr habt die schon gespielt? Nein. Hä? Die Ergebnisse, also die Replays werden ja doch ab jetzt direkt reingeschickt. Bedeutet, du hättest das Ergebnis doch auch schon gesehen. Hä? Oder? Okay. Mann, ich wollte dich doch nur ein bisschen bashen, Mann. Nein, nein, Warum ich sagst liebe du es das mit, ich so? liebe es genauer zu tippen, weil wenn es passiert, ist dann cool. Aber Okay. an sich denke ich mir halt nur so einschätzen. So. Ich will auch, ich kann damit auch einschätzen, ob ich eher glaube, ob es knappes Match oder ein Haushoch-Match ist. Ich glaube halt auch, dass die Psychos gewinnen, bin ich bei dir. Nach dem schön hohen Sieg gegen Ja. gegen TJ meine ich. Party the Dawn. Ich glaube, das sorgt dafür, dass man Oberwasser bekommt und jetzt Die gehen mit einem sehr, sehr geilen Mental rein. glaube ich Das auch, Problem ja. ist, dass der Mental-Vorteil gegen Devious Weaver jetzt nicht hilft. Ich will jetzt übrigens aufmerken, dass du den Namen dort falsch geschrieben hast. Das Ja, muss ein U ich sein. weiß, ist egal. Hab ja letzte Woche bei Cantina Band habe ich das Devious Band weggelassen. Weaver. Okay, auf Divios. jeden Fall. Das Problem ist, dass diese Mental Advantage gegen Devious Weaver jetzt nicht bringen, weil die immer Brainer auf kann, jeden Spieltag einen starten und eh nicht jucken, was die anderen denken. Deswegen es wird spannend. Aber ich glaube, mit einer guten Prep können Psychos das gewinnen. Ja, Dann. so war ich interessant fand, dass ja Baum war es gewesen, der gesagt hat, dass die komische Sets spielen. Ja, Manchmal Psychos sind oder die Devious Psychos, ja. Weavers? Psychos, ja. Ja. Ich finde sie nicht komisch, ich würde sie kreativ bezeichnen teilweise. Ansichtssache immer, Komisch? ne? Ist immer Ja. Ansichtssache, Ich meine, so wenn man so gehen würde, würdet ihr auch so komische Sets spielen, weil ihr 30 Mal Substitute auf Buzzwool mitnehmen. Haben wir diese Ich Woche glaube gar einfach. nicht, Mensch. Aber Hätten wir es mal nein, was. getan. Ich weiß. Aber was ich halt meine, ist halt, dass ich auch zum Beispiel eure Sets sehr kreativ und cool fand Okay, dafür. krasser Mensch. Mordkeep gegen Redner, Vita Club. Okay, darf ich es einfach zum Fronten? Ja, immer. 6. Rentner Fight Club. Never ever. Ich hab jetzt. Sorry. Ich bin ehrlich. Ja. Es geht jetzt um die letzten 6 Spieltage. Der Franklin Late Game Mode schaltet sich langsam ein. Und die werden ihn jetzt richtig wegstompen. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt daraus gelernt, wenn Menschen zu mir sagen, ich push die, mit dem ich sie schlecht rede, ich tippe auf einen knappen Sieg der Redner Fight Club. Ich glaube, also das mit dem hohen Sieg, okay, das ist vielleicht Troll, aber ich glaube, Rentner Fight Club jetzt, die haben jetzt Blut geleckt.
Die sehen jetzt, vielleicht können wir es noch reißen. Franklin, Late Game Mode geht an, der wird jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit vielleicht bald haben und dann geht's los. Ja, in seinem Internat soll er schön Zeit haben. Ja, ich weiß, ich denke jetzt auch gerade so an uns, weil Mordkip haben wir noch als Gegner, Redner Fightlab haben wir noch als Gegner. Wenn die jetzt Redner Fightlab auch auf 6 Punkte geht, ist für uns halt Dann die ist für euch Chance das gut. größer, vor beiden am Ende zu kommen. Genau. Deswegen gehe ich für Redner Fightlab. Beim Kann ja nur nächsten enttäuscht werden Spiel. von einem der beiden, deswegen. Beim nächsten Spiel, auch wenn ich mich nicht schon raushalten wollen würde, kann ich dir jetzt schon sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe legit keine Ja, aber ihr habt Ahnung, wie doch einen dieses Match Plan. ausgehen Also es wird. geht da entweder jetzt Wir wird haben es einen ein Plan. knapper Sieg für euch oder eine hohe Niederlage gegen euch. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wenn ihr einen Plan habt, wenn der nicht aufgeht, kriegt er auf dem Dach. Nein, der Plan war, dass wir keinen Plan haben. Der Plan war, dass es sehr, sehr lustig wird. Aber mehr auch nicht. Also es wird kreativ bei mir und Okay, Benny. kreativ ist Ich, nicht weil, gut. wir haben ein spezielleres Teambuilding mal gemacht. Okay. Ich kann gerne, wenn du willst, kann ich dir, sobald Nein, der Kampf vorbei nein, ist, ein paar nein, Infos nein. für den nächsten TBA Talk Ah, reinschieben. nein, lass. Doch, kannst du machen, aber ob ich es mir durchlesen werde, ich weiß nicht. Darf ich Mal nochmal zum gucken. Namen kommen? Wheel of Ja. Taste, ja? Zwie, ja. Sphere, Sphere, Sphere. Merke ich mir nicht, Alter. Hab keinen Bock. Okay. ich gehe für die Puppe-Mädchen, alleine, um euch hinter uns zu behalten. Falls Alles wir gut. verlieren sollten gegen Ja. Olympus, ja. Erstens fair, zweitens sehe ich, drittens, oh ja, macht Sinn, wie es ein Erster. Ja, und halt unbesiegt, ja. Ja, dann gehen wir zum vierten und interessanten noch. Bierbaupunkt gegen Party Till Dawn Light. Ich finde, Bierbaupunkt hat jetzt die Chance, Party Till Dawn Light richtig dazu zu zwingen, überhaupt weiterzukommen zu können. Weil wenn Bierbaupunkt gewinnt und Party Till Dawn Light verliert, ist da auch nicht so geil die Season, ne? Soll ich ehrlich sein? Ja. Wenn so ein Teambuilding wie diese Woche kommt, dann wird das nichts. Ja, Dann aber wird es wirklich nichts für Party the Dawn Night. passiert zweimal hintereinander? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn sie könnten daraus gelernt haben, dann wird es ein schön spannendes Match. Aber solange es nur halbherzig angegangen wird, dann wird es, glaube ich, nichts. Weil Levin und Richie legen super TBs hin, spielen die Matches dann immer super runter, wenn sie einmal einen Lead bekommen. Und ja, also ich finde es halt schwierig, wenn man halt jetzt, also das ist so ein Match, da musst du wirklich so denken, TJ. Denken. Ja. Mit wem gehst du? Was sagt mein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt mir, die haben ja auch ihre Fehler gelernt und gewinnen knapp. Party the Dawn Light für mich. Ja, wie geht's eigentlich dir damit, dass du den schlechteren Piondragisch-Boy bekommen hast als Teampartner, auch wenn du den toll findest? Weil der eine hat ja letzte Season schon gut gerissen und reißt diese Season auch wieder gut was ab. Hast du dich Das für die Problem. falschen entschieden? Nee, ich dachte, er geht wieder zu Season 4 zurück, wo er mit Norb alles abgerissen hat, aber es ist irgendwie nicht so geworden. Season Weil da 4? war er über Richie, glaube ich. Boah, Alter, Season 4. Ist auch wieder keine Ahnung, so ein Jahrhundert her, ne? 4 war doch Shen Long, oder? War es denn Long? Kann sein. War Shen das die muss ja, drei Ligen? doch. Das. Nee, es war. Da meinst du wahrscheinlich Season 3, weil Season 4 hatte Andy mit nur aufgeteamt. Nee, Season 3 hatte Andy mit Norv geteamt. Echt jetzt? Season 4 und 5 war Benny und Norv beides back-to-back zusammen. Ich habe doch keine Ahnung, da sind so viele Seasons, worüber ich nachdenken muss. Es tut mir Die echt Teammates leid. konnte ich mir halbwegs merken. Ich bin Mod, ich muss das können. Ach fuck, ich bin auch Mod, ich muss mir auch was merken. Komm, Nein. du kommst rein, vertrau Okay, mir. cool. Also wir gehen, ich geh für Bierbobbung. Ich hab Bock, dass sie das Ding gewinnen. Okay, kommen wir Okay. zum letzten Match des Letzten. Spieltages 5. Frostmourne Fantasy gegen Olympus Relikantos. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Du kannst es dir nochmal extra klippen. Ihr werdet das gewinnen. Ich Danke. glaube, also sorry, aber ich sehe euch da. Ich sehe euch da wirklich. Nicht nur, weil es halt jetzt für Olympus Relikant so mittelmäßig läuft. Also klar, ihr seid, ich glaube, beide Teams sind auf 3 Punkten nur. Nee, Glaube ich, Olympus hat 6. hat 6 Ja, sogar. ja. Die haben doch auch die Psychedelics besiegt. Das war ja auch so ein Ding. Kann sein. Also ist irgendwie Olympus Relikant wirkt so wie der größte Coinflip. Währenddessen ihr halt immer so knapp verliert. Oder Ne? gewinnt. Die haben zweimal hoch verloren und Ja, einmal richtig. hoch gewonnen. Ja, aber die Sachen waren halt immer knapp oder ihr habt es gut gespielt. AKA, gegen uns habt ihr gut gespielt, sonst war es immer große Ergebnisse, aber knappe Ingame-Sachen. Also ich glaube, ihr schafft das. Ihr schafft. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass ihr das gewinnt.
Hey, ich sehe so einen Mega-Ero da, deswegen ist so ein bisschen meine Vorfreude noch nicht vorhanden. Ja, natürlich, wir müssen Mal gewinnen. nicht Bass wohl mit. Doch, wir Mach nehmen mal Bass wohl mit nicht. Sub mit, Alter. Richtig geil. Ja, Ice-Sieg. damit er, bevor er den Sub aufsetzt, schon gewone-shottet wird oder Dual Wingbeat einfach den Sub bricht und danach ihn one-shottet mit dem zweiten Ja, Hit. Dual Wingbeat können wir selber spielen. Gegen eine Vierfach-Flug-Resist. Let's Ja, du go. kannst alles spielen, wenn du willst. Nee, aber jetzt mal unter uns. Klar müssen wir gewinnen. Wir würden auch gerne mehr Ja. gewinnen. Auch die knappen Dinger, erster Spieltag oder halt gegen, was letzte Woche war, das würden gerne weiter oben stehen, alleine, weil wir das Potenzial haben, bin ich der Meinung. Wir spielen nicht schlecht und das sind, manchmal sind es einfach so 50-50, sie verloren gehen oder halt Ja. ein Volcanium, was ekelhaft gespielt wird bis zum Ende. Aber so ist das halt. Also ich gehe auch mit Throw Fantasy Let's und. go. Let's go. Ja, let's go. Wir gehen zum schlechtesten Team. Und das hast du gewählt. Also, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt, weil ich habe mir die anderen Liga nicht viel angeguckt. Ist Aber ich gehe traurig. jetzt nochmal rüber und gucke mir jetzt die Tabelle an, Ja, um Sechster mich zu sind sie. entschuldigen. Sie sind Sechster. Haben 6 Punkte mehr als ihr. Ja, okay. Aber weißt du, was ich jetzt einfach ganz kurz sagen kann? Ja. Schlechtes Team, gute Spieler, deswegen Mittelfeld. Du reißt dich, aber du sollst die fronten, Mann. Aber Ja, wie ja. gesagt, Team ist Kacke. Ja, aber das beweist ein bisschen sehr selber. Das ist Ja, so. ich gucke mir gerade noch mal das Team an, damit weil ich weiß, dass ich mir Bleibt damals scheiße. angucke, aber Bleibt scheiße. es ist ein Blei natürlich ist. Aber die machen Oh was Gott, draus, ja. das war die Missgestalt. Ja. Was haben immer noch. Ja. Also alleine. Sorry. Alleine, dass Saiga zweimal mitkam nur und null Kills hat. Ja gut, aber diesen Spieltag Und das war das war. beste Mon des Kaders. Meiner Meinung nach. Ja, aber ich glaube, es ist ja, manche Mons gehen halt bei anderen Spielern Ihren mehr auf. Top-Killer ist Mega Voltenso. Den spielen die aber auch gut. Ja, der ist auch geil, aber ich meine, like, Katagami hat 2 Kills aus 4 Spieltagen gemacht. Ja, ist doch egal, brauchst du ihn nicht. Inara kam einmal mit, Metagross gar nicht. Ja. Die haben 4-mal Polaros mitgenommen. Ja, und es hat 4 Kills geholt insgesamt. Ja, spiel das aber nicht. Ja, aber die haben doch Erfolg jetzt. Ja, zwei Gönn doch Spieltage waren mal. gut, ja, Ja. aber. 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 Nee. Nee. Ja gut, aber wenn du überlegst. Okay, wir wissen, ich habe mir gerade durchgeguckt, wir wissen alle, was der Unterschied war. Es ist Wascher gewesen. Es gab beide Winning-Spieltage mit und hat eine 100% Winrate gerade. Also. Waschaquiz ist halt schon geil an. Die haben sie Ja, richtig. Aber wahrscheinlich. dazu gehe ich im TPL-Talk. Mit Mauri reden. Hier wird nicht gespoilert. Obwohl weiß doch eigentlich jeder. Hab's doch letzte Woche gesagt. Ja, eben. Cool. Ich gucke die P-Talks, ich weiß aber, was sie sagen, was nicht. Ja, krasser Mensch, ja. Ihr solltet deswegen ein Like da lassen. Weißt du, was dein Teampartner gesagt hat? Was? Na, zwecks schlechtestes Team. Habt ihr euch abgesprochen? Haben wir? Weiß ich doch nicht. Haben wir nicht. Gut, Okay, da ist warte. es. Und der hat Oh. bis jetzt recht, irgendwie. Also, Also, wenn man die Tabelle sieht. sorry, wenn ich mir. Ja, die sind letzte, aber ein Team mit Kyurem und Mega Schlappohr sehe ich nicht als schlechtes Team an. So. Naja, das ist dein Teamkollege. Rede mit Ja, ihm. ich weiß. Ich sehe auch, dass ich soll ich sagen, warum ich sehe sehr viele Mons, die Benny nicht mag. Aber dann ist er Pampros drin. Also dann frage ich mich auch wieder, warum er es genommen hat. Ja, aber welche Mons mag er denn nicht? Soweit ich weiß, ist er kein Fan von allen Ultra-Bestien. Okay. Ich glaube. Ich habe ihn versucht, sehr oft Raikou anzudrehen in unserem Team nebenbei, auch schon dieses Season wieder, und er wollte es nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir beide sind nicht der größte Regi-Stil-Fan. Und ich glaube, er mag auch Kyurem, Schnappohr beide nicht so. Also insgesamt glaube ich einfach, ihm sagt er klar nichts zu. Obwohl ich sagen muss, je mehr man drauf guckt, ja, ich wüsste, was man. Ich glaube, das Team ist so ein kleines Opfer von auch Rocky Helmet, Schrägstrich, Knockoff. Beides so ein bisschen. Und Hazards. Ich weiß nicht, wie gut die Hazard-Controller haben, ihn nicht angeguckt. Aber es ist okay. Ich meine, jetzt performance-technisch hat er recht. Da gebe ich ihm. Aber ich finde den Kader von Memphis immer noch. Aber hey, Zumal vielleicht kann ja. man es dort auf die Spieler schieben. Nee, als gegen Kakusmax und Maki kannst du nichts haben, aber. Ich glaube, wird dann eher so wahrscheinlich so sein, wie du es gesagt hast, dass er die Monster, die er da gesehen hat, einfach nicht mochte. Ja. Und, ja, Kann also, er, er hat es mir wenn ja er vor das der sieht, kann er Season es mir ja erklärt. nochmal erklären, wenn er Ja, will. klar, will er die bestimmt erklären.
wenn nebenbei eben Talks sind. Das ist dementsprechend auch so, ja. Ey, krass, ey, Min, 3, N, 3, schieß mich tot, ich hab deinen Namen vergessen. Nimm mich einfach mit, Min. Mach einfach. Nee, Jeder kein auf den Bock. Server. Nee, aber ich bin was Besseres. Okay. Ja, das wissen wir alle. Deswegen bist du ja auch jetzt ein Mod. Genau, sieht's aus. Wir kommen zum Ende. Es war mir eine Yay. Ehre. Warum sagst du yay? Du musst Orange sagen. Ja, also, ich sage mal so, yay, weil dann, wenn jetzt der jetzige TP-Editor vorbei ist, heißt es, dass bald der nächste kommt. Das ist krass. Hast du schön. Du findest manchmal wirklich die richtigen Worte. Das Ja. ist schön. Deswegen seid nicht traurig, wenn TPL-Talk vorbei ist. Freut euch auf den nächsten. Freut euch einfach auf Merken, den Leute. nächsten. Auf jeden Fall. Swirl of Taste. Ich hab's mir, glaube ich, jetzt irgendwie hinbekommen. Ich bin so stolz auf dich. Swirl. Benji. Swirl. Benji soll doch bitte auch das Teamlogo von Bäumchen machen, dass es geiler wird. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Kannst du ihm nochmal Okay. eintrichtern, falls Benji sich den Talk nicht gegeben hat? Bitte das Logo von Bäumchen verbessern und geiler machen. Von Ja, mach daher, ich kurz. Gast für nächste Woche Ja, habe mach ich ich. angesprochen. Wenn alles klappt, ist die Peking-Ente Germain bei mir und es wird witzig. Ja, das wird super. Also, ich bin ehrlich, ich gucke mir TPL-Talks meistens so vielleicht so ein, zwei Tage später an, weil ich meistens nicht, vielleicht manchmal nicht direkt Zeit habe, Ist auch wegen Schule ist legitim. das. Aber ich bin ehrlich, schreibt mir, wann genau es rauskommt. Ich bin Minute 1 bei Jeremy dabei. Das muss man sich geben, Leute. Deswegen abonnieren und Glocke, damit ihr es nicht verpasst. Ich sag mal so, wenn es wirklich klappen sollte mit den Terminen, die ich mir ausgemacht habe, dann kommt safe am Donnerstag um 13 Uhr. So ist ja immer der Plan. Von daher, ja, gucken wir, ob das Yes, alles let's hinhaut. go. Von daher, lieber Min 3 T3NO, Ich es bin da war in mir der eine Schule, Ehre. frage ich dann 2 Stunden später schon. Es war mir eine Ehre, wie immer. Du weißt, wie es abgeht. Ich sage Tschüss, bis dann. Bye bye. Wie, du willst niemanden. Also stimmt, ja, stimmt. Ich darf hier mal fronten, oder Ich Gott. gucke jede Ah, Folge. Ich habe ja, alles auf Liebe. der Ah, ich Point. habe den Front vergessen. Ich bin vergesslich. Wem fronte ich? Aber warte, ja. DJ, ich bin enttäuscht von deinem Teambuilding diese Woche. Mach so weiter, ich fahr zu dir und schlag dich. Bye bye. Tschüss.